Hallo und herzlich willkommen zum Bautagebuch im Zen-Garten. Und Sie hören schon im Hintergrund, das Radio ist laut an. Es ist heute Montag, Baubetrieb. Samstag, Sonntag hat es ein bisschen geregnet und nicht extrem, aber genügend, dass wir gesagt haben, wir machen das Bautagebuch heute. Ja, was ist passiert? Ich denke, man sieht hier wunderbar die größten Fortschritte natürlich beim Verputzen der Häuser. Ja, außen scheint das Verputzen vollständig fertig zu sein. Und dann schauen wir uns doch einfach mal an, wie sieht's denn drinnen so, aus. So, und jetzt stehe ich direkt wieder vor den Häusern. Ich gehe heute mal zuerst beim Orchidee, beim Größeren rein. Grund, die sind schon weiter. Ja, und Sie sehen hier, der Außenputz, das sieht alles schon gut aus. Die Mischmaschine läuft, denn innen drin wird fleißig weiter verputzt. Schauen wir uns das doch mal an. Da oben wird gerade verputzt, deswegen gehe ich natürlich jetzt nicht hoch, aber man sieht hier ganz schön die Wände. Sie nehmen genau die Form an, wie man sich das vorstellt und wünscht. Der Boden, hier noch Sand, Erde und jetzt gehe ich ins kleinere Haus rein. Und dann werden Sie sehen, dann wechseln sich die Teams ab. Hier liegt schon der untere Estrich. Dafür sind aber die Wände noch mit dem Grobputz zu sehen. Es muss dann einfach, wir sehen, die Vorbereitungen laufen schon für das Verputzen. Hier wieder die Abstandshalter, damit eben die Wände gerade werden und nicht ja, irgendwelche Dellen in den Wänden sind. Auch hier in der kleinen Abstellkammer unter der Treppe. Auch hier ist der untere Boden schon gemacht. Ja, hier brauche ich heute nicht groß hochgehen, denn es ist alles wie beim letzten Mal. Denn im Moment ist der Innenausbau gerade hier unten und nebenan ja, im Gange. Ja, viel mehr ist gar nicht, in Anführungszeichen ist gar nicht passiert. Denn wie gesagt, dieses ganze Verputzen und alles, das kostet einfach viel Zeit. Ja, ich drehe mich jetzt hier nochmal um und Sie sehen, letzte Woche, der Hauptaugenmerk der letzten Wochen, wie gesagt, das Verputzen der Wände und außen, da sind wir schon fertig damit. Ja, ich hoffe, der kurze Bericht aus dem Zen-Garten in Paraguay, das Bautagebuch, hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder im Zen-Garten vorbeischauen und sich das Bautagebuch von uns ansehen. Bis nächste Woche, Ihr Zen-Garten-Team. Tschüss!